So, und da sind wir wieder. Wir befinden uns jetzt auf diesem paradiesischen Planeten. Ich bin noch nicht gelandet, weil ich hoffe ja immer noch, dass ich dann, wenn ich lande irgendwo, da hinten, sieht doch gut aus, dass ich dann halt so ein Gebäude finde, wo ich landen kann, weil kostet halt weniger Sprit. Denke, da gebt ihr mir recht, weniger Sprit ist besser. Außerdem sind da meistens so eine schöne Plattform. Ein Handelsposten. So, dann steigen wir hier mal aus. Frische Brise, passiv, reichlich, großzügig. Sehr gut. Das ist ein Planet, mit dem ich leben kann, möchte ich meinen. So, scan mal bitte. Intensiv, Photosynthese, Kohlenstoff, Sternknolle. Okay. Sehr gut, sehr gut. Wir landen gerade massiv Schiffe. 18 Millionen. Das ist so eine, wie wir haben. 3 Millionen 26 plus 2. Also plus 2 ist blöd, weil das heißt halt, dass er plus 2. Einmal in den Exo-Anzug bitte, dann kann ich laufen. Obwohl ich glaube, ich kann ja direkt aus dem. So, wir wollten verkaufen. Das Ammonium. Ratin. Das thermische Kondensat. Die Stickstoffsalze. Was das? Wechseln mal zum Raumschiff. Ratin. Ah, kriegen wir Krieg auch mal weg. Sind wir bei 3,4 Millionen. Jetzt gucken wir mal, was hier. Gag untersucht mich. Er mehrere ungewöhnlich absondert. Sie erreichen mich schnell und erzeugen seltsame neue Empfindungen. Ich rieche Angst, Liebe, Gelb, Mondlicht. Wie kann man gelb riechen? Der Gag scheint an meiner Freude begeistert zu sein, ist gleichzeitig auch erschöpft. Ich lasse ihn ruhen. Sehr geil. Das hatte ich auch noch nicht. Bergaufseher Org. Freund, 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 Gag. Ja, ich bin ein Freund der Gag. Die Pheromone, das mich beruhigen. Hilfe der Aufgabe benötigt. Okay, machen wir mal. Versteckte Ergebnisse. Kreaturen-Scan, das kriegen wir hin. Hektisch eingeschickt. Tauschhandel, 200 verdichteter Kohlenstoff. Navigator ein Angebot und gibt mir ein Paket. 37.000 Units ist doch nicht so schlecht gewesen, der Tauschhandel. Navigator. Freund, 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 Freund. Ich habe keinen verdichteten Kohlenstoff. Hilfe, Gag-Dialekt bitten. Dann, oh, wer bist du denn? Du siehst ja auch. 9,4. Alter, riesig die Dinger. 3 und was? 63? Nicht 44 plus 7. Okay. Wollte schon sagen. Das ist wieder so ein Ding, wo man dann über die Plattform hochhüpfen kann. Über die Plattform hinunter hüpfen. Weil ich habe nämlich was entdeckt. Projektilmunition, okay, gut. Dann schauen wir mal. Das ist echt ein Planet, wo ich mir sage, hier ist schön. Also hier ist wirklich, wirklich schön. Muss ich nur noch ein paar Tierchen finden. Sammlung von Kupfer. Noch mehr Kupfer. Viel mehr Kupfer. Kupfer. Was ist denn ein Signal? Da gehen wir jetzt hin. Ah, wir nehmen mal hier die Natriumpflanze mit. Obwohl ich es hier nicht brauche. Oh, Kreaturenscan. Furchtsam.
Kraft. Irgendwo ist hier noch eine dritte Spezies da. Also. Skeptisch. Sammelt Samen. Ah, das ist ja ein Weg. Bitscan. Wasserstoff brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Ah, jetzt blockiert das die Wasserstoff, die. Wow. Okay, das geht tief runter. Auch mal scannen. Der Planet ist geil. Also der muss ich sagen, der ist echt gut. Ich glaube, den als kleinere Siedlung entdeckt. Okay. Wie der Herstellungspunkt ist. Das heißt, wir laufen jetzt mal zurück zur Kreatur. Gucken, was er uns dann gibt. Aber auch die Kreaturen sehen aber auch geil aus hier. Das ist identifiziertes Mineral. Paraffinium ist. Ups. Raffinium. Echt, so viel Kupfer. Weiter, das ist gut. Ich glaube, wir fliegen gleich mal rum. Wir brauchen jetzt natürlich Tonnen und Tonnen von Kohlenstoff, der jetzt irgendwie alles auf der auf dem Mutterschiff ist. Aber naja. Ich will jetzt ungern von dem Planeten wieder runter. Komm. Hätten sie auch mal irgendwie so ein Ding hinbauen können, oder? So ein Aufzug. Das ist ja. Wenn ich über diese Plattform hochspringen. Dann auch nicht so das Wahre. Ich glaube, dass er aufgeladen ist. Hallo, Mr. Gag. Gib mir was Schönes. Volk melden. Der Gag plappert aufgeregt, gibt meine Belohnung und erfüllt damit unsere Abmachung. Optisches Lösungsmittel. What the f. Fortgeschrittene Materialien, mehrere Flaschen optisches Lösungsmittel. Die Flüssigkeit in diesen Flaschen wird zur Beseitigung überschüssigem Licht benutzt, was den Zerfall von Wissenschaftskomponenten verursacht. Aha, okay. Gut. Oh, schickes kleines Schiff. 24 plus 6, das ist der ganz große. Oh, da sind Fliegerfliegen. Ja, immer nicht richtig, ne? Hallo? Jetzt mal. Er dran? Nee. Ja, ich würde sagen, wir versuchen uns dann mal eine Basis zu bauen oder so, ne? Schönen kleinen Basiscomputer setzen. Ach nee, wir fliegen erstmal da hinten hin. Zu kleineren Siedlungen. Kleinere Siedlung heißt meistens. Ach, das ist gar nicht mein Schiff. Ich bin ja doof. Das steht ja da. Was waren das für uns?
23 plus 6 schon nicht. Aber ich glaube, den haben wir ja schon stehen. Das ist, glaube ich, gleich ein Typ, wie wir oben stehen. So, einmal starten, bitte. Dann zur kleineren Siedlung. Dabei fliegen wir mal ein bisschen über die Karte, mal gucken. Vielleicht finden wir schon einen schönen Punkt, wo man Basis bauen kann. Wow, hier ist ein Frachter. Moment. NAV-Daten drin. Protokoll, unvollständige Aufzeichnung verfügbar, Protokoll. Liebe, morgen fliege ich ins schwarze Loch. Ich weiß, dass wir nicht mehr darüber gewarnt haben, große Schiffe durch den Spalt zu fliegen, aber es ist arrogante Eingebildet. Wir haben uns im Himmel über der blablabla Anomalie erhoben. Wir sind Realität selbst und ad absurdum geführt, die Landschaft dieses eines stolzen Planeten, der jetzt zum Spielball unserer unsichtbaren Feindes geworden ist. Mit sechs Ecken übersägt, ich befürchte, wir werden nicht rechtzeitig nach Hause kommen. Wir haben das Wasser getrunken, meine Liebe. Okay. So. Da ist eine Frachtkapsel. Noch eine, die nicht unbedingt unterm Schiff liegt. Außen rumbohren, kennen wir ja schon. Oh. War das jetzt mit dem Taschen, mit der Taschenlampe? Versuchen wir es mal andersrum. Alter Vater, das ist ein ganz schön großes Teil hier. Mal, dass ich genug Realien dabei habe. Alter, wie verwinkelt ist denn das? Ich hoffe echt, das lohnt sich. Waffenladung aufgebraucht.
Kann ich hier nicht abbauen? Bin ich hier gelandet, ey? Was? Ich muss komplett unterm Frachter sein. Kann ich nicht abbauen. Okay, wir müssen hier mal wieder raus. Zur Not, wenn das hier noch länger dauert, dann schneide ich das einfach. Es ist ja krass, wie tief das unten ist. Weil selbst wenn ich jetzt die Frachterkapsel finde, habe ich ja das Problem, dass ich nicht mehr rauskomme, weil es gibt ja nachher das Strahlungsleck. Da muss ich ja auch wieder rauskommen. Natürlich muss ich erstmal vorher wissen, wo das Leck ist. Okay, wir gehen erstmal wieder raus. Schauen wir mal von oben. Also. Frachterkapsel. Das ist irgendwo hier. Eigentlich hier runter. Stahl verstärkt. So, der liegt da so rum. Da ist die Frachtkapsel. Hab ich alles. Scheiße, wie komme ich jetzt wieder raus so schnell? Da. Schnell weg hier. Sehr gut. Heißt, ich kann mich da durchschießen durch die Dinger, das ist ja auch cool. Da irgendwas ist. Ach, die ist sogar frei. Das ist sogar. Stabiles Gel. Gucken wir mal, was die Dinger eigentlich wert sind. 800.000 Units. Alter. Das wird aus Kaktusfleisch, aus Säure und Instab. Boah, krass. Das sind ja... Wen hab ich? Ja. Wird doch gleich wieder das Strahlungsleck kommen, ne? Bindungsfähige Pflanze. 8 Kapsel. Wo wir schon waren, oder? Kapsel. Haben wir noch genug? Ah, wir haben keinen verdichteten Kohlenstoff mehr. Haben wir noch irgendwas im... Kohlenstoff. Schade.
Gut. Wir suchen dann weiter mal kurz nach einer Basis für uns. Ich weiß nicht, wie wir wollten. Ja, wie komme ich denn hier ran? Wir wollten ja zu diesem kleinen Dorf da hinten. Wo ist denn das? Dichte Tür. Da ist noch eine. Wahrscheinlich das gleiche Problem. Kein verdichteter Kohlenstoff mehr. Das ist ja. Wo war denn jetzt dieses Dorf? Puh. Vergrabene Technologie, jede Menge. War das dieses Rot? Waren wir noch nicht. Zack. Und wieder zum Schiff. Aber so Frachter suchen, alter Vater, das bringt ordentlich Kohle, ne? Boykott. Achso, das ist. Ist der Landepunkt blockiert? Autsch. Weil da gerade einer runterkommt. Du Arsch! So, einmal raus. Hier vorne unsere kleinen. Der Kohlenstoff, bitte. Ah, schade, reicht nur noch für eins. Wir können ja gleich mal zum. Wir fliegen mal einmal zum Frachter zurück. Der ja gleich da vorne ist. Holen uns mal den verdichteten. Holen uns mal noch die eine Kapsel. Dann ist hoffentlich der andere auch aus dem Schiff raus. War da vorne, war die drinnen, ne? Da kommen wir ja relativ schnell raus. Neununddreißig oder habe ich? Nee, ich habe noch 9. Gadi. Aber egal, mal gucken, was hier drin ist. Instabiles Gel. Sehr schön. Ich hoffe mal, dass jetzt der. Naja, ich weiß. So, hinter dem Triebwerk war das Dorf, ne? So ein riesen Frachter, ey. Oh, der steht ja immer noch da. Gib ab, Mann! Ich will hier an dem Punkt jetzt kein Sprit mehr verschwenden. Bald. Ach Mann, hier gehen wir doch nicht auf den Keks. Wurmt mich jetzt, ne? Das wurmt mich jetzt. Nein, nein, jetzt. Und? Oh, er nimmt den Landepunkt. Oh, sehr gut. Der ist abgehoben, genau in dem Moment. Glück gehabt. Mehr Glück als Verstand. Oh, auf den Plattformen ist nichts, aber da drüben sehe ich eine Barke. Zack, nichts gefunden. Ja, ist ja egal, wir stehen ja bei einer. Wir stehen ja bei jemandem, das ist ja voll. Was ich schade finde, ist, dass trotz. Oh, da ist ein Roboter drin.
Achso, ist der Eingang. Oh, jetzt, Freunde, jetzt. Waffenterminal. Klasse C. Schaden, Scanner plus 1. Der hat 19 Plätze. Ist allerdings wirklich schlecht. Aber der ist komplett ausgebaut, ne? Werfer, Mieter. Machen wir das? Ich habe 8 von 14 Plätzen belegt, ne? Was habe ich denn drinne? Minenlaser, Blitzwerfer. Den Blitzwerfer hat er auch drinne. Dann habe ich 3 Minenlaser-Upgrades. Mittleres Upgrade für die Minenlaser. Signifikantes Upgrade für die Minenlaser. Ja, komm, wir machen das. So, jetzt ist die Frage. Multiwerkzeug. Jetzt ist er ausgebaut, ne? Ja. Technologie. Wir brauchen Kohlenstoff-Nanorohr. Brauchen für das verdichteter Kohlenstoff. Okay. Oh. Laden den mal nach. Das sieht aber auch schon geiler aus, oder? Ups. Gut, das heißt, wir brauchen jetzt definitiv eine Basis, beziehungsweise wir müssen zurück zum Schiff. Ich fliege zurück zum Frachter. Und wir sehen uns in der nächsten Folge, wenn wir unser neues Gerät ein bisschen aufpimpen. Bis dahin, Freunde. Bye, bye.